damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Berseria. Und wisst ihr, was ich aber an diesem Spiel nicht verstehe? Dieser Intro-Trailer. Der ist so hammergeil, das ist so eine coole Musik. Der macht so Bock auf mehr aufs Spiel. Und im Spiel selber kommt davon nichts an. Da bleibt die Musik dann weg und man sitzt da so und denkt sich, oh, wow, schön. Warum? Warum gibt es da nicht mehr von? Ein Blumenabzeichen haben wir bekommen. Das war, glaube ich, das letzte. Ja. Wir haben die Lemon-Meere leer, die Diomel-Inseln sind abgeschlossen und jetzt machen wir uns auf zu den Exphyr-Meeren. Scoutship setting sail. So, wo wollten wir denn hin beim letzten Mal? Ich hab's schon wieder vergessen, es ist schon wieder eine Woche her. Wartet, irgendwie konnte man doch, untersuche den Erdenpulspunkt in Midgant. Aber wartet mal, wir hatten noch eine Nebenmission. Triff dich mit Videl und Renit. Genau. Renit. We need a Dirks. Da wollten wir hin. Die Stadt am Wasser, Renit. Oh, gibt's hier eigentlich neue Spielchen? Chambaloon mit Velvet, Stufe 3 haben wir abgeschlossen. Schnellschlag mit Velvet. Here I come. Hab in Erinnerung, dass es auch nicht so toll war. Das war zu früh. Come on, really? Aber 53.000 Schaden ist schon eine Hausnummer. Na, A-Wertung. Boah, nicht schlecht. Du hast den Platz 5 erreicht. Flammen-Normen-Anzug für Recruiter und den Feuer-Normen-Anzug. Geil. So läuft das. Waren wir so gut gerade? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Gibt's denn hier in der Hütte? Waren wir da schon mal? Kiste. Lindernde Flüssigkeit. Ja, davon brauchen wir nicht so viel. Kupfermünze, Kupfermünze. Katzenseele. Nehmen wir alles mit. Ah, da hinten liegt auch noch was. Did you guys hear? The search party that went to the Laban Tunnel was wiped out by a demon. Really? They were the ones out searching for Count Capulus, weren't they? You mean the one who managed to get kidnapped? Despite everyone else at his manor, servants and children alike getting killed? You'd think noblemen like that would have some decent exorcists among their personal guard. Suppose he did. But I heard every blade there, sword and spear alike, was found chipped and cracked to hell. Hmm. What kind of demon could do that? Who are the Capuluses? They are one of the great noble lines, on par with Oscar's Dragonia family, and have served Midgand for generations. People refer to them as the royal family's hidden dagger. Unlike me, you never hear good rumors about them. They say behind the royal family's glory lies blood and tears shed at the hand of the Capulus family. But those are just rumors. Although I do know that in recent times, the Count had stood against the rise of the Abbey. I couldn't care less about the whereabouts of some noble. But we should be careful of the demon that took out all those exorcists. Yeah, it sounds like a worthy opponent. Und wo ist der? Schnappen wir uns den? Ist das jetzt eine Nebenmission? Spiel? Hallo? Was ist denn da oben für ein Frosch? Achso, hat man schon. Die Bremer Stadtmusikantenfrische. So, wo ist denn der Bengel? Da. Wow, is that Longdow's dust? That's one of the Omega Elixir ingredients. You found it! You really found it! Yeah, it's proof your research is right. Thanks!
I've just managed to translate the description of the second ingredient. Here, take this and... Ooh. What's wrong? Your face is red. Hey, you're burning up. It's fine. I'm pretty much always running a fever. That makes it even worse. We need to get you home so you can rest up. But I'm still translating the recipe. You heard me. All right. She's scary. Is she your sister or something, Laffy said? Well, it's... kind of a long story. Oh, okay. Well, you seem to have a pretty complicated life. Do you think he's always that sick? Wouldn't surprise me. I was weak when I was a kid, too. He's probably been like this since he was born. That must be why his parents named him Videl. It means to live. Huh. I never thought about that. Laffy said is like that, too. It means one who lives. One who lives. And he wants to be an explorer when he grows up. I feel sorry for him. But if he drinks the Omega Elixir, I think he can get better. When he sets off on his adventures, will you let him aboard the Von Eltia, Aizen? I suppose I could cut him a deal. You'd charge him? I'm a pirate, kid. Comes with the territory. But I promise you, I won't charge him too much. I suppose that'll have to do. One who lives. I did not know that Lafayette's name had meaning behind it. Didn't mean much in the end. I poured my soul into getting him through. But he's still dead all the same. Hope. What a waste. You really think it was pointless? What else am I supposed to think? It won't bring him back. Oh Mann. Es war noch nicht sinnlos, sich um seinen Bruder zu kümmern. Konnte man noch nicht vorher ahnen, was da passiert. Das ist echt eine schwache Ansicht, Velvet, finde ich. So, da drüben haben wir noch eine Kiste. Oder wieder eine Kiste. Eine Fluoridklinge. Na, die brauchen wir definitiv. So, wo ist denn jetzt hier der nächste? Suche nach dem Horn des Einhorns, um das Omega-Elixier herzustellen. In den Figal-Eisspitzen. Ach du Schande. Und die Menüexpertin haben wir gerade bekommen. Warum? Oh, guck mal, wie viel Angriff das macht. Dieser Titel wird jenen zuerkannt, die sich ziemlich lange in Menüs aufhalten. In Menüs verbrachte Zeit 300 Minuten. Das sind 5 Stunden. Angriff 1,15. Ja, warum haben wir das denn sonst nirgendwo? Das ist ja gar nicht so schlecht und so, ne? Das Einzige, was den Angriff erhöht, außer hier halt normal zornige Kämpferin. Das ist ja der Shit. Könnten wir eigentlich mal wechseln. Aber mag ich gerade nicht so. So, wir speichern erstmal. Warum leuchten wir so beim Laufen? So, da oben müssen wir hin. Ich komme nicht da oben hin. Das ist ja unschön. Wo muss man eigentlich hin? Untersuche den Erdenpuls in Midgant. Welches Midgant? Sind wir hier nicht in Midgant? Ich brauche mal eine genauere Erklärung. Und hier der östliche Labantunnel, da müssen wir auch noch einen Dämon besiegen, Rokurus Klinge. Ach, und Sexon Hafen müsste man denn. Na gut, dann lasst uns doch von hier einfach mal teleportieren.
Nee, können wir nicht. Wir müssen zu Fuß laufen. Dann suchen wir uns den Dämon. Wenn das so eine kleine Nebenmission ist, machen wir das doch gerne, oder? Also ich freue mich über Nebenmissionen in diesem Spiel. Die sind nämlich rar gesät. Und wir hatten irgendwie noch zwei große Monster offen, die wir noch gar nicht gefunden haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die auch relativ gute Quests hatten. Wir können ja hier nochmal nachfragen. Drei mittlerweile sogar. Im östlichen Labantunnel, Ebenen von Aldina und Davalwald. Labantunnel wollen wir ja jetzt hin. Na guck mal, können wir gleich noch die andere Kiste hier mitnehmen? Ah, das läuft doch. Das läuft. So, und hier war eine Pflanze. Ein Lavendel. Lavendel, Lavendel. Ich brauche heute mein Pendel. So, da drüben lang kommen wir immer noch nicht, weil wir haben die Fähigkeit nicht. Und da können wir erstmal wieder schön Katze hier hinsammeln. Oh, und wieder schön alle fünf Kisten zugegangen. Nee, kommt, die holen wir uns nicht. Aber warum leuchten wir so? Ist das wegen dem Essenseffekt oder? Warum macht das Spiel das mit uns so? Warte, wir gucken mal kurz auf die Karte. Da drüben ist der Wagenwald. Ich glaube, wir müssen in die Burnak-Hochebene. So, das Monster da hinten hat man besiegt. Wie gesagt, in den Wagenwald wollen wir nicht. Wir wollen hier drüben lang. Und wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, waren die Gegner hier doch auch Level 36 oder so. Wir sind jetzt Level 40. Also wenn wir die in einer Zweierkombi noch bekommen, müssten die eigentlich noch stark genug sein, dass man da noch Erfahrungspunkte bekommen. So, die Burnak-Ebene. Von hier aus geht's dann da östlicher Labantunnel. This is the right way. Was war das gerade? Ein Silberklumpen, oder? Stimmt, hier hat man damals Savit getroffen. Ja, ist auch schon mal alles ewig her. Wie lange spielen wir dieses Spiel jetzt eigentlich schon? 32 Stunden. Und es macht mir persönlich immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich weiterhin auf jeden Tales of Sunday. So, die Labertunnel. Wartet, machen wir gleich. Vorher Katze. Und vielleicht nehmen wir die Kiste noch mit, wenn wir eh schon auf dem Weg sind. Fluorid Armreif. So, guckt mal, da hinten wird was angezeigt. Einmal komplett durchrennen. Ja,
Ja, ich erwähnte das bereits mit der Musik. Könnte ein bisschen mehr los sein, ne? Halten wir nicht alle zugleich auf den Kopf. Laufen wir noch richtig? Ich glaube ja. Ah, hier war das. Wo wir damals schon hingelaufen sind und uns gedacht haben, hey, was soll der Scheiß? Hier ist doch nichts. Ah, die Kisten sind auch wieder zu, die es hier gab. So, wartet, bevor wir da hinrennen. Schnellspeicher. Jep, da ist er, der Skorpion. Aber erstmal die wichtigen Sachen. Kisten. Kisten über Kisten. Fluorite Dolche. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Wir nähern uns an, Keule. We will need to be extremely wary. Sehr gut. I bet I can take it down in three swipes. Level 39, Krusten, Untot und Furie. Schwäche gegen Normal und Erde. Geil. Der kriegt auf die Nase. Sieh doch nicht immer auf mich. Der Seele hat er mir geklaut. Dann halt so. So, komm, stirb. I refuse to fall here. Kein Geld, keine Erfahrung, aber Rang 25.
Ventit des Verteidigers. Trifft ein gegnerisches mystische Art, lässt sich der erlittene Schaden durch Abwehren wahrscheinlich halbieren. I wasn't good enough. What do you mean? That demon was really strong. I don't mean the demon. I mean me. If Shigure were here, he'd have sliced it clean in half. But you use shorter dual blades rather than just one bigger one like him, so of course... No. He'd have done it with a shorter blade too. You can't be serious. He's right. I think Shigure might really be capable of that. Yeah. He's done it before. Can I ask you a question? I don't mind. You want to know more about my clan? Yeah. Well, as the eldest son, Shigure became head of the clan and ran things for a while. But 3 years ago, a rumor started floating around that he was planning an insurrection, and our lord immediately called for his execution. Sounds like he doesn't waste any time. Shigure never particularly cared about our lord to begin with. All he ever respected was personal strength. Then did your lord send you to do the job? Yeah. The only thing that can take down a Rangetsu swordsman is another Rangetsu swordsman. I thought I could handle it. I knew his every trick and had the time and place all planned out. But when it happened... You got your ass beat. Yeah. He made a fool out of me. I came at him with a great sword, and he just used a small one. All the training I'd done, I couldn't land a hit on him. A rude awakening, if there ever was one. Damn straight. I couldn't deny it. Shigure cast aside my great sword and just laughed. Train harder, he told me. I was so frustrated by my weakness, my inexperience. So much so that I wanted to end my own life. So much so that I turned into a demon. Rokuro. In the end, Shigure escaped, and I was arrested for failing to perform my duty and sent to the prison island. And the rest, as they say? So you regret not being able to kill your brother, huh? I know it sounds crazy, but that's just who I am. I'm not here to judge you. I'm just using you for my own purposes. As long as you fight my enemies, that's all that matters. That's the plan. That's what I do best as a demon. Traurige Geschichte. Obwohl er seinen Bruder ja nicht besiegen möchte, er möchte ihn... Ah, wie soll man es sagen? Er möchte ihn nicht töten, er möchte ihn besiegen, suchen. So, kann ich von hier aus zum Hafen? Nach Katnix. Nee, hier bin ich irgendwie falsch. Hier bin ich aber mal so richtig falsch. Guten Tag. ...3.500 Geld nur für das Vieh? War schon eine harte Nummer, ne? Wo ist er denn? Die Klingenbestie, Serket. Lässt sich der erlittene Schaden durch Drücken von Verteidigung um 50% senken. Gilt für alle mystischen Arzttreffer. Ja. Nicht schlecht. So, wir speichern. So, und dann geht es jetzt nach Sexernhafen. Wieso darf ich eigentlich nicht mehr zu den Isolde-Docks? Warum gibt es da oben keinen Dock mehr? Achso, den haben wir abgebrannt, ne? Da war irgendwie was. Gut. Sexernhafen, wir kommen. Hm? The boss has given me a message for you.
Says there's some sort of nasty demon running around in the Aldina Plains, to the east of Logris. She thought it might be the one you're looking for. Wasn't the Eastern Highway closed off from Logris? That was only temporary. It's back open now. If you follow the road, you'll reach Stonebury Village. There you'll find one of ours who actually saw the demon. You want to know more? That'd be a good place to start. Got it. Hey, that's the same direction I sensed. Give Tabitha our thanks. It's looking more and more like we're on the right track. We ought to go check out that Bloodwing story. Then let's start by going to Stonebury. Hey, Aizen, did I say something wrong back there? No. I just didn't think we needed to give the Bloodwings any information for free. Huh? He means the Earth Pulse points, kid. We're the only ones who know about them. But aren't we on the same side as the Bloodwings? We're not enemies with them. But I wouldn't go so far as to call them our friends, either. That's just how it goes in the underworld. Things can change at the drop of a hat. A poison hat. But how are they supposed to trust us if we don't show them trust in kind? That messenger knew our faces, even though we'd never met. He was here waiting for us, even though we hadn't told anyone where we were going. You're right! We hardly know the first thing about them, and yet they seem to know every move we make. They could easily sell us out if it struck their fancy. They'll work with us as long as we're a useful ally in their resistance against the Abbey. But the more tricks we can keep up our sleeve, the better. We've got each other's back, but only as long as we hold a knife up our sleeve. That's what counts as trust in the underworld. That sounds terrible. But at least you can trust that Tabitha's cooking will be tasty. Can't argue that. Ist doch egal, ob die uns umbringen wollen. Hauptsache, das Essen schmeckt. Genau, Luffy. Oder Fee? Ich kann mich mit Fee nicht anfreunden als Namen. Der ist so daneben irgendwie. So, eine geruchslose Flüssigkeit gab es da gerade. Und da hinten... Warte mal, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Beide Wege führen zur Danan-Fernstraße. Ich glaube, den anderen hier sind wir aber noch nie gegangen, oder? Erstmal gibt's ja noch einen Text. This is everyone's first time to Stonebury, right? Why was it blocked off? Demons? No, there was a great tornado on the Aldina Plains that swallowed up a whole merchant caravan. Hundreds gone in an instant. The cooling of the climate is causing bouts of odd weather. Thunderstorms, heavy downpours and the like. Correct. The Abbey is keeping a tight guard on traffic through the affected areas. If it's open now, that must mean the tornado is gone. I wonder what sort of place it is. It's quite lovely. In the vast forest to the east, you can find gemstones, and it's teeming with rare plants and insects. The locals trade only as much meat and hides as they need, and they live peaceful, quiet lives. You sure know a lot about this place. It's where the Norman he first fell in love with grew up. Yeah! Embarrass me. Though we are apart from each other now, our hearts are still as one. Immediately after you and I made our pact and set off, she fell in love with some macho Norman and moved away. What? Why haven't I heard about this? How long have you known? Oh, I don't know. Maybe I found out during my long search for you. Or maybe it was right after we left. I remember leaving something in the village and going back to... Oh well, not like it matters. It does matter! There's no sense in crying over a fickle girl. Come, Stonebury awaits. Genau so sieht's aus. Warum einem wankelmütigen Mädchen hinterher weinen? Das muss man nicht machen. The Eastern Plain is finally open for travel.
I hear that the people of Stoneberry are alive and well. My husband and I can breathe a sigh of relief. I wasn't worried about him at all. He talks tough, but he was really worried. Oh, sorry, you don't know who we're talking about. It's his apprentice. What kind of apprentice? My husband's an architect. Even the royal family and the Abbey commission his work. He's been at the docks here on a job. He just finished, and we're about to return to Logris. These people don't care about all that. Why did your apprentice go to Stoneberry? He's young and talented, but a bit eccentric. He said he wanted to help create a new town, so he set off to the frontier. A craftsman has to focus on his work. Creating a new town. Ha! He should know his place. But my husband didn't disown him. That boy's fearlessness reminds me of my husband when he was young. So you understand how he feels then? I didn't say that. If he thinks he has the talent, he's free to do as he likes. But if he doesn't follow through with it to the end, I'll be done with him. Did you hear that? He thinks the boy can do it. If you ever find yourself in Stoneberry, go visit that boy's workshop. Right, I'll do that. Sorry about my husband. He can be a real grump. Don't worry about it. I'm pretty used to people like that. Hey, what's that supposed to mean? Ja, was soll das wohl heißen? Wir haben keine Ahnung, ne? So, mal einen kurzen Blick auf die Karte geworfen. Ich glaube, da unten müssen wir lang. Und unsere Expedition ist wieder zurück. Drei Siege. Alright. Show them how. So, das ging flott. Nichts Neues gefunden und gleich wieder los.